Heute habe ich ein Action-Haul für euch. Ich war bei Action für 80 Euro shoppen und es gab ganz viele neue tolle Sachen und die möchte ich euch zeigen. Viel Spaß! Heiko hat sich so ein Tischfußballspiel mitgenommen. Das ist ein ganz kleines, das hat 8 Euro gekostet. Da, ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hören könnt. Wir haben schon geöffnet und Heiko und Alexandro spielen schon damit. Ja, Alexandro kriegt das hin und hat auch riesen Spaß damit und für 8 Euro kannst du nicht meckern. Dann habe ich mir eine Strickjacke mitgenommen. Die schaut so aus. Mit Sternchen. Die hat 12 Euro gekostet. Und das ist eine Damenfedergarn-Strickjacke. Ich mache sie euch mal auf. Ich muss an meine Nägel aufpassen. Ich habe die gerade lackiert, die sind noch nicht trocken. So, mal reinquetschen. So für jeden Tag finde ich die ganz gut. Die ist schön kuschelig. Ja. Für 12 Euro kannst du nicht meckern. Die ist total kuschelig. Wenn ihr das sehen könnt, das ist hier so. Echt schön kuschelig. Und ja. So schaut's aus. Dann habe ich 2 Leinwände mitgenommen. Die sind 40x50. Das sind die gleichen. Kosten 3 Euro jeweils. Und da möchte ich mit Alexandro noch ein bisschen was basteln. Einmal so einen Baum. Und oben, wo die Blätter dann sind, kommen seine Fingerabdrücke. Das hatte ich auf Pinterest gesehen. Fand ich eine ganz tolle Idee. Und auf der anderen Leinwand kommt nochmals ein Baum und die Blätter, da werde ich so Knöpfe dran machen. Im letzten Action Haul hatte ich euch gezeigt, da habe ich so eine bunte Knopfsammlung geholt und die gibt es auch bei Action und die werde ich so dann als Blätter dran machen. Die Idee habe ich auch von Pinterest, aber das zeige ich euch nochmal. Dann habe ich mir so einen Jersey Teddy Loop Schal mitgenommen. Auch mit so Sternchen. Den gab es für 3 Euro. Dann habe ich mir so Kühlschrank-Organizer mitgenommen. 3 Stück. Die schauen so aus. Gab es in Blau und in Weiß. Pro Stück, glaube ich, 99 Cent. Die habe ich mir bei Emily abgeguckt vom Kanal Katas Lifestyle. Die hatte sie im letzten Action Haul gezeigt. Oh ne, einen habe ich schon kaputt gekriegt beim Transportieren. Ist aber nicht so schlimm. Und ich fand die Idee ganz gut, dass man die im Kühlschrank halt reinstellt und die Sachen dann direkt, wie Gemüse zum Beispiel und verderbliche Sachen, dass man die direkt hier reinstellt und damit der Kühlschrank halt dann sauber bleibt, ist eine ganz gute Sache. Ihr könnt das auch nochmal sehen, wie das dann ausschaut. Dann habe ich für Alexandro ein Knetset mitgenommen. Ist nicht von Play-Doh, die Marke ist Kids Creative. Und ich finde es cool, es ist wie bei Play-Doh, da kannst du so Frisuren mitmachen. Und das hat nur 3 Euro gekostet. Ich bin mal gespannt, wie das von der Konsistenz her ist und vom Geruch her, von den Inhaltsstoffen so. Da konnte man jetzt nicht erkennen, dass das irgendwie allergische Reaktionen irgendwie hervorrufen kann. Aber man weiß ja nie bei so günstigen Sachen. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das so ist. Dann habe ich einmal Geschenkpapier mitgenommen. Fand ich auch ganz schön. Für 70 Cent. Und noch ein paar Sachen für Weihnachten. Moment, ich muss einmal ablegen. So, zweimal hier diese Weihnachtsteller. Die haben auch nur 70 Cent gekostet jeweils. Dann jeweils zweimal diese Variante. Fand ich auch sehr süß, so für Plätzchen und Gebäck. Und
Und nochmal so einen gleichen Servierteller, aber mit einem Pinguin. Fand ich auch ganz süß. Und die haben auch 70 Cent gekostet. Dann habe ich nochmal Bilderrahmen mitgenommen. In A4. Einmal einen schwarzen und zweimal weiße. Die kosten jeweils 2,99 €. Die gleichen hatte ich letztes Mal auch schon mitgenommen und habe die Bilder von Prinz Eisenherz da reingetan, aber die haben nicht gereicht und deswegen mussten nochmal welche her. Dann hat sich Heiko einmal zwei Boxershorts mitgenommen. Die haben 3 € gekostet und ich habe mir für 1 € Stückchen mitgenommen mit so Herzmuster und ja, alles Herzchen. Ja, dann hat Alexandro sich so verschiedene Spielzeug selbst ausgesucht. Wir lassen ihn dann immer selber aussuchen. Hat da so ein U-Boot, ein paar von diesen Autos, dann ein paar von den Autos. Also diese Marke hier, Nex oder Valley Nex, müsst ihr mal gucken, wo das draufsteht. Die kosten, glaube ich, 2 oder 3 €. Und diese Autos haben wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Die kosten woanders das Doppelte. Ich denke mir mal, Action verkauft die günstiger, weil die zweite Wahl sind, dass die eventuell so kleinere Lackfehler haben. Und deswegen können die günstiger verkaufen. Aber die haben wirklich eine sehr gute Qualität. Dann hat er sich noch so eins ausgesucht. Einen Ball hat er mitgenommen. Wir haben schon 4 Stück, aber den wollte er auch haben. Dann hat er sich diesen Wecker ausgesucht. In Pink. Ich habe ihm dann noch eine kleine Kinderschere mitgenommen zum Basteln. Was hat die gekostet? Ich glaube 70 Cent oder höchstens 1 €, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube 70 Cent. Dann gab es im Angebot so Lichtschalter und wir brauchen für den Flo noch einen. Der hat 1 €. 30, glaube ich, 1,30 € gekostet. Haben wir noch gebraucht. Da gab es auch Steckdosen. Dann habe ich mir ein, wie nennt man das, so ein Armband mit Strasssteinchen mitgenommen. Ich muss mal gucken, ob mir das passt. Mal eben aufmachen. Okay, schaut dann so aus. Ich muss mal gucken, kriege ich das rum. Okay, es gibt 3 Druckknöpfe, also müsste es auch passen. Ja, es passt. Ja, ich finde es schön. So schaut es aus. Ja. Lass ich jetzt mal dran. Dann hat Heiko hier noch so Smarties mitgenommen. Einmal, was soll das denn sein? Kochkrepp, was ist das? Koch? Frisian Pfefferkuchenscheiben. Wollte ich mal probieren. Kenne ich nicht. Glaube ich schon. Bin mal gespannt, das sieht so aus. Kennt das jemand? Der ist cool, ne? Ja, habe ich schon gezeigt. Und einmal XXL Salzstangen. Wenn ihr Autos sucht, ne, für eure Kinder, guckt mal hier. Habe ich gerade schon erwähnt. Das sind so Metallautos, ne? Die sind richtig cool für 2,50 Euro. Ich habe es gerade schon gesagt. Internet kosten die, glaube ich, 10, 15 Euro manchmal sogar. Heftig, ne? Komplett aus Metall. Felgen sind richtig, Innenraum ist richtig. Richtig stabil. Yeah. Und ich glaube, es ist Alexandro, der hat schon 10 Stück davon oder so. Ah, die sind richtig geil. Keine Werbeunterbrechung. Aber ich habe das hier gerade schon gesagt, sie sind wirklich, sie haben eine gute Quali. Und hat Heiko noch 3 Sachen mitgenommen. Eine Yummy-Soße und er hofft, dass die so schmeckt wie die Yuppie-Soße. Preis weiß ich jetzt nicht, weil er sie ausgesucht hat. Dann hat er sich einmal so eine Zigarettenbox mitgenommen und einmal so ein Terminkalender für 2016. Da fängt jetzt ab Montag eine neue Arbeitsstelle an und als LKW-Fahrer und ja, braucht er halt, um seine Stunden aufzuschreiben. Ja, das war Action und dann habe ich noch 4 Kleinigkeiten von Woolworth. Die haben da auch sehr, sehr schöne Weihnachtsdeko. Dann habe ich einmal für 2,99 € eine LED-Lichterkette mitgenommen. Die schaut dann so aus. Und auch nochmal für 3,99 € eine Motivlichterkette aus Holz.
Die hat dann so Weihnachtsbäume dran. Ich wollte mir dann an die beiden Wohnzimmerfenster diese Holzdeko, wie heißt die? Also das, was ich über dem Esstisch habe. Ich habe doch so Äste, die sind an einem Seil dran. Genau, die gibt es bei Action, die kosten 3 Euro, die gibt es da immer, die hole ich dann nächstes Mal. Habe ich diesmal vergessen. Die möchte ich mir dann beide jeweils an die Wohnzimmerfenster und dann kommen halt diese Lichterketten hier dran und ich hatte noch so 2 Weihnachtssterne geholt, die hatte ich in meinem Follow Me Around gezeigt auf meinem anderen Kanal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich die habe, aber müsst ihr mal gucken, da zeige ich euch die, die waren für 1 Euro runtergesetzt. Und dann habe ich noch Servietten mitgenommen, die fand ich auch sehr schön, die haben 80 Cent gekostet jeweils. Einmal mit diesem Motiv, finde ich wirklich sehr schön, so Motiv-Servietten. Und einmal mit dem Motiv. Und als allerletztes möchte ich euch noch etwas zeigen, ein Paket, was ich bekommen habe von der Parfümerie Pieper. Vielen Dank nochmal dafür zum Testen. Und zwar habe ich einmal von Helena Rubinstein diesen Mascara bekommen. Das ist der Lash Queen Perfect Black Mascara. Und den habe ich auch gerade drauf. Der Applikator schaut so aus. Der hat vorne etwas kürzere und hinten etwas längere Borsten. Die Qualität ist sehr gut. Ich glaube, der ist auch ein bisschen teurer. Der kostet bestimmt 20, 30 Euro. Aber das Gute ist bei dem, ihr kriegt lange Wimpern. Könnt ihr hier auch sehen. Und die verklumpen nicht. Also man hat keine Fliegenbeine bei der Mascara. Was man bei der Essence Mascara für 3 Euro hat, gut, da hat man natürlich auch diesen langen Wimpernschlag, aber man hat diese Fliegenbeine. Und ich habe das jetzt mal getestet. Ich habe 2 Tage lang mein Augen-Make-up, also die Wimpern, nicht abgewaschen, sondern habe das drauf gelassen. Und am nächsten Tag war das immer noch so. Also das schaute dann immer noch so aus und kein Verkleben, kein Verklumpen. Also wer so eine Mascara sucht, kann ich die sehr empfehlen. Ich hatte dazu noch ein Augen-Make-up-Entferner. Den habe ich aber noch nicht getestet. Den werde ich halt eine Review irgendwann im Dezember dazu abgeben. Ja, meine Lieben, das war mein Action-Haul und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Das könnt ihr hier irgendwo machen. Und schaut auch auf meinem Vlog-Kanal vorbei, da vlogge ich 4-mal die Woche aus unserem Familienleben. Vielleicht interessiert euch ja sowas und über ein positives Feedback würde ich mich freuen und dann sage ich bis zum nächsten Video. Ciao!